Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich gehe jetzt an einen Strand. Der ist ganz verlassen anscheinend. Mit einer, die hier Volunteering macht im Hostel. Und das sind übrigens noch meine zwei verschiedenen Paar Schlarpen, die ich erzählt habe. Genau, ich habe mittlerweile neu. Die sind doch auch schön. Und die gehen jetzt da. Ein Güssel. Ich muss natürlich jetzt noch auf die Frauen warten, wie kann es anders sein, aber in der Zwischenzeit zeige ich euch da mal das Hostel. Sie sehen nämlich recht nice aus. Das ist die Alejandra. Sie ist auch Freiwilligenarbeit, die sie hier macht. Es sind ganze Haufen da. Da ist so ein bisschen der Koch und der Aufenthaltsraum. Und da oben ist das Kernstück von dem ganzen Pool. Und Michael und Eric am Chillen. Und ja, das ist recht nice. Sie machen das, sie das auch immer sauber halten und so. Also man kann da wirklich auch schwimmen, nicht so ein verwestes Pool. Und jetzt gehe ich mal schauen, ob da Valeria schon parat ist. Sie macht übrigens auch. Sie wird auch einen Vlog starten übrigens. Und vielleicht wird sie jetzt gerade etwas sagen. Okay. You wanna say something? Hola. This is the first time in a vlog. Ah, okay. Estoy nerviosa. Adiós. Okay, muy bien. I tried to text you. Da ist sie schon. I know my braids are gonna. Let's go. So, schon sind wir hier am Beach. Playa Los Muertos. Ja, das ist jetzt eigentlich ganz nah. Ich dachte, es ist weiter. Aber da hat es wirklich viel, viel weniger Leute. Und es ist viel schöner, muss ich jetzt gerade zugestehen. So, Valeria, what do you think? I was saying that I'm like Kim Kardashian's biggest fan. And she was here with Kanye West and with Chris, I don't know what's his name. From Coldplay and ja. His ex-wife. Ganze Haufen Promis waren schon da gewesen. Und wir jetzt natürlich auch noch. So, wir haben jetzt uns da noch einen Kokosnuss gegönnt. Übrigens meine erste Kokosnuss. Ich habe noch nie einen Kokosnuss gegessen da. Also gegessen, besser gesagt getrunken. Jetzt gehen wir da etwas schatten, weil uns verbrennt es schon richtig. Wir sind überall schon ein bisschen rot. Ja, aufpassen da. Die Sonne ist extrem stark da und wenn du eine Stunde in der Sonne bist, nimmt es dich brutal. Drum, vor Schatten. Gell? So, wir sind wieder unterwegs, Eric und ich. Eric auch wieder am Start. Er hat jetzt hier Tacos und. Taco und Tostada. Tostada. Und ich habe hier so ein Fischfilet mit Kokosnuss-Ananassauce. Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute steht Wander auf dem Programm. Und zwar ist das jetzt vom Hostel aus organisiert. Wir laufen auf San Pancho. Das ist eigentlich so das nächste gelegene Dorf. Es hat etwa 45 Minuten geht zum Laufen. Und die Alejandra ist auch dabei. Ja. Yeah. Und Valeria und Antoine von Frankreich und Carmen von España. Und davor sind noch ein paar andere, die Schnellen. So, wir sind jetzt hier alles da am Meer entlang durchgelaufen. Und so sieht das hier aus. Recht nice. Wir sind natürlich noch nicht am Ziel, aber es sieht schon mal recht cool aus. Und ja, wir sind jetzt etwa 3-4 Stunden unterwegs. Ich glaube, es geht nicht mehr allzu weit. Und wenn wir schauen, da hat es überall Leute, die campen. Da hinten seht ihr, ist das Zelt. Da vorne hat es auch ein Zelt. Da seht ihr es. Ja, schöne Ort zum Campen da, muss ich sagen.
So, jetzt sind wir also angekommen in San Pancho. Ja, es ist etwas fast eineinhalb Stunden gegangen. Sie haben da ein bisschen untertrieben. How did you like the hike? It was really good. Good? Yeah. You're tired now? No. No? Now we are going to surf. All right. Yes, it's beautiful. ¿Conoces San Cristóbal, las casas? Yo sé trabajar. Es un poco parecido a Taz. No, pero eso que he trabajado en el sitio. El bar. So, wir sind jetzt da so einem Strandcafé da noch am Zmörgeln. Und ich bin jetzt, das heisst San Poncho da, das heisst, aber auf der Karte ist San Francisco. Ja, man sagt da, also die Heimischen sagen da San Poncho. Ihr seht da, ist ein bisschen weniger los als in Sayulita. Also der Strand da ist fast leer und das ist jetzt etwa Mittag, wo es in Sayulita ist eigentlich schon völlig überfüllt alles. Und die Wellen sind da etwas grösser. Ich weiss nicht, ob es am heutigen Tag liegt oder ob es allgemein etwas grösser sind. Da. Auf jeden Fall wäre es da etwas besser zum Surfen als in Sayulita, wo es eigentlich fast keine Wellen hatte. Aber es ist recht schön hier, mega ruhig. Es hat nur eine Straße, die durch das ganze Dorf durchgeht. Und das wäre es eigentlich. Also nicht gross etwas los, aber recht herzig. Und eben der Strand, ich meine, der ist wunderschön. So, ich bin jetzt schon wieder in Sayulita und ich habe sogar schon ausgecheckt und ich gehe jetzt zu der Busstation. Und dann geht es in die nächste Stadt. Geht etwa eine Stunde. Wir sind vorher noch in San Poncho. Sind einfach noch ein bisschen am Strand gelegen. Ein bisschen chillt. Recht ein cooler Nachmittag gewesen. Jetzt verlasse ich Rueda! Huresiech! Jetzt verlasse ich schweren Herzens Sayulita. Aber jetzt geht es weiter. Ich freue mich und see you later, baby. So, herzlich willkommen in Puerto Vallarta. An der Pazifikküste ebenfalls. Von Mexiko. Ich war jetzt etwa gut eineinhalb Stunden unterwegs mit so einem, ja, nicht wirklich einem komfortablen Bus. Es hat nur geschüttelt und gemacht wie verrückt. Und jetzt gehe ich mein Haus suchen von meinem Couchsurfing wieder. Und ja, das ist etwa 45 Minuten zum Laufen. Ja, Leute von heute, guten Morgen zusammen. Ich bin ja, jetzt hier beim Couchsurfing-Host angekommen, habe hier schon gepauset. Und das ist mein Bett. Hehe. Ist eigentlich noch ganz gut gegangen zum Schlafen. Ich habe einfach, es ist ein bisschen schräg, wenn ihr es gemerkt habt. Es ist vorher da hinten gestanden und ich habe es dann nachher ein bisschen hier übergezogen, weil da oben ist der Ventilator und es ist saumässig heiß. Ich konnte fast nicht schlafen am Anfang. Darum ist jetzt das jetzt etwas schräg. Und das ist da die Wohnung von meinem Couchsurfing-Host, von Manuel. Das ist die Küche. Und ihr seht, da ist eigentlich alles so ein bisschen offen. Und auch da beim Bad hinten. Also so mega viel Privatsphäre haben wir nicht, einfach so ein Vorhang dort. So, ich bin jetzt hier also am Malecón von Puerto Vallarta, also der Strandpromenade. So wunderschön ist das jetzt auch nicht. Also der Strand ist eigentlich, hat mega viel Steine und so, und schaut da vorne. Jetzt wieder mal die traditionellen Dings da, die so im Zeug rumschwingen, aber ich nicht mehr wieder natürlich nicht mehr weiss, wie die heissen. Zurück zum Strand. Ja, es sieht schön aus da, wenn man so ein bisschen rumschaut, aber der Strand hat mega viel so Steine und so. Man sieht da gar nicht so viele Leute, die drinnen schwimmen im Meer. Ja, ich hätte es mir jetzt eigentlich schöner vorgestellt. Ganz ehrlich, aber ja, also man kann nichts sagen. Thank you.
Ja, Leute, das wäre es wieder mal von diesem Video. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.